Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Ja, ein neuer Mod von mir ist fertig. Wurde sich auch vielfach gewünscht in den letzten Tagen und ich hatte mich rangesetzt, um mal so eine erste richtige Produktion zu basteln. Ein bisschen eine Mischung aus alt und neu macht die Produktion tatsächlich leider ziemlich groß vom Speicherplatz her. Aber ich habe jetzt keine Probleme festgestellt, von daher müsste das Ganze so funktionieren. Das sieht natürlich jetzt hier ein bisschen, ja, ne, von der Landschaft her ein bisschen knapp. Man braucht schon eine schöne Fläche. Vielleicht sollte man sich manchmal auch eine Fläche vorher vorbereiten, bevor man tatsächlich eine Produktion platziert. Wie man hier sieht, hat man ansonsten Probleme mit der Ein- und Ausfahrt. Müsste aber nachträglich eigentlich noch machbar sein. Ja, steht so schön, Raffinerie. Ihr könnt hier aus Raps und aus Sonnenblumen selber Diesel herstellen. Das Ganze ist aber jetzt auch schon eine Produktion. Da muss man schon so ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ne? Das ist jetzt kein Schnäppchen in der Größe. Der Unterhalt ist auch natürlich nicht ganz ohne. Ist noch nicht so schlimm wie zum Ende im LS19. Aber ein bisschen Geld sollte man wahrscheinlich schon haben. Oder man muss es eben komplett finanzieren. Hat genug Land für Raps oder Sonnenblumen und will denn hier dick ins Dieselgeschäft einsteigen. Doch, die Möglichkeiten hat man auf jeden Fall. Ob das Ganze funktioniert, das sehen wir jetzt. Kann sein, dass noch das kleine ein oder andere gleich auffällt. Und das behebe ich natürlich logischerweise noch bis zur Veröffentlichung. Von daher wollen wir mal schauen. Ein bisschen was habe ich vorbereitet, damit wir hier nicht so lange brauchen. Gibt es hier vorne. Ja, also generell kann man noch mal kurz sagen, hier ist der Abgabepunkt für Getreide. Entweder Raps oder Sonnenblumen. Hier sollte man eigentlich Diesel auffüllen können. Da bewusst sollte, da ich es wie gesagt noch nicht abschließend getestet habe. Ja, ein bisschen Logo, ein bisschen hier. Da habe ich mir auch rangesetzt und die Mülltonnen. Es gab ja bisher, so wie ich gesehen habe, nur die grüne, die gelbe und schwarze sind von mir jetzt nochmal komplett neu texturiert. Das habe ich tatsächlich hingekriegt, juhu. Und ein paar Infos zu NF Marsch gibt es auch demnächst. Ne? Also ich komme also voran so richtig noch nicht, aber ja, ein bisschen schon. Ich, ist so ein bisschen so ein hin und her gerissenes Ding. Aber auf jeden Fall passiert was. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, so sieht das Ganze aus. Displays und so weiter, wisst ihr auch, wenn das vielfach gewünscht wurde oder auch Füllstandsanzeigen. Ich sehe noch keine Möglichkeit, das im LS22 einzubauen. Ist ein bisschen schade, macht Produktion lebhafter. Absolut nachvollziehbar, verständlich, aber leider, ja, bis es da nicht ein gutes Skript gibt für, von mir leider so erstmal nicht machbar. Aber wenn es das irgendwann gibt, dann wird es eine Überarbeitung geben. Früher oder später muss ich auch ein Modpack machen, weil ich kann nicht jedes Mal diese volle Textur laden. Dieses Gebäude zum Beispiel basiert auf der LS19 Haupttextur und die ist unvorstellbar groß, so dass der Mod aktuell 99 Megabyte circa, also sich roundabout 100 Megabyte groß ist. Ist ein bisschen viel, geht natürlich auf Dauer ein bisschen auf die Performance, aber ja. Sage ich kurz, Baumenü, in den Produktionen, rechts rüber scrollen. Haben wir hier jetzt neben der Düngerherstellung, dem Fermenter, der Futterfabrik und der Saatgutherstellung gibt es jetzt die erste richtig teure Produktion, die Raffinerie. Ja, das Ganze platziert ihr natürlich logischerweise, wenn ihr ein schönes Stück Land habt irgendwo, im besten Fall ein einigermaßen flaches Feld. Ihr seht es, ich würde das hier schon gar nicht mehr irgendwo hinkriegen. Die ist nicht gerade klein, aber es soll auch so ein bisschen zeigen natürlich die Produktionen, was so machbar sein kann im LS22. Das ist die erste richtig große Produktion hier von mir. Deswegen, ne? Also in der Raffinerie kann aus Raps oder Sonnenblumen Diesel hergestellt werden. Als Nebenprodukt entsteht Schweinefutter. Einige hatten sich Kompost gewünscht, aber Kompost bisher im LS22 Soja wäre ein neuer Fülltyp. Und neue Fülltypen gehen erst ab. Wieder durchtappen, ne? Neue Fülltypen werden wahrscheinlich erst später in der Modmap registriert von mir. Und dann kann sein, dass man da irgendwie noch eine Geschichte draus macht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich speichere mir das Spiel lieber selber nochmal. Gerade vorbereitet. So. Weil ich möchte eigentlich noch, und dafür muss ich tatsächlich mir noch ein bisschen so ein Excel-Sheet oder so programmieren, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Denn das Ganze soll schon Sinn machen. Es soll aber auch keine Gelddruckmaschine werden. Ne? Und das ist so ein, immer so ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Ja, also auf den Trigger rauffahren, das ist schon mal ziemlich eindeutig. Dann sagt er auch, jo, ich darf hier abkippen. Dann machen wir das mal. Abkippen tut er. Und Produktion kann man hier mit R natürlich aufrufen. Da sehen wir schon, Raps ist angekommen. Ich habe bisher auch noch keine aktive Produktionszweig. Das ist ja schon mal gut. Das macht es für mich nachher in der Wirtschaftlichkeit vielleicht nochmal leichter.
alles einmal durchproduzieren lassen, dann auf Verkaufen klicken, wie viel Geld macht das und wie viel Geld hätte man tatsächlich auch mit dem Raps bekommen. Das ist ja, wie gesagt, da muss man wirklich so ein bisschen schauen, dass es passt. Ich sollte aus dem Fahrzeug nicht aussteigen. So, einmal zur Seite fahren oder zur Seite. Machen wir mal keinen Sprung, stellen wir den erstmal hier hin. Dann gehen wir einmal wieder zurück. Dann haben wir auch noch Sonnenblumen. Und das ist jetzt halt das Finish, ne? Also ich habe leider noch keine Durchschnittsrapspreisgeschichte. Also eigentlich muss ich ein ganzes Jahr mal durchspulen, um irgendwie so einen Durchschnittspreis zu kriegen, ne? Und das ist natürlich echt ziemlich aktig, je Fruchtsorte das zu ermitteln. Aber das gute Sonnenblumen nimmt er auch an. Also das ist schon mal ein Teil der ganzen Geschichte. Kippt da auch ab, das ist schön. Schwebe ich eigentlich immer noch? Ja. Dann können wir einmal produktiv gehen. Bevor, aber wartet Leute, ich speichere es einfach noch. So, in diesem Spielstand sollte ich mir, kennt das nicht, ne? Ich bin gut vorbereitet, Autosave mal ausmachen. Denn ich will nicht, dass er mir das gleich nochmal speichert. Weil dann könnte ja was schief gehen, ne? Aber okay, also ihr könnt natürlich wie bei allen Produktionen, die hier auf aktiv schalten, könnt die anderen, die man aktuell nicht nutzt, deaktivieren. Das ist immer noch hier alles mein Testspielstand, ihr seht es. So, Diesel ist aktiv, wird auch produziert, steht aktuell auf behalten und auf behalten. Jetzt würde ja beides komplett einmal durchproduziert werden, Raps und Sonnenblumen. Muss es aber nachher getrennt voneinander sehen. Produktionskosten habe ich jetzt erstmal auf 40 pro Ingame-Stunde, aktive Produktionsstunde gemacht. Und der laufende Unterhalt leider wird hier nicht so richtig wiedergegeben. Das hoffe ich mal, dass es irgendwann vom LS noch generell möglich ist, dass man auch sieht, wie denn eigentlich die laufenden täglichen Fixkosten sind von den Produktionen. Die Produktionen bestehen ja einmal aus den variablen Kosten und einmal aus den Fixkosten. Fixkosten sind einfach der vorgeschriebene Preis, ich sage mal 1000 am Tag, egal ob man sie nutzt oder nicht. Die variablen Kosten fallen dann nur an, wenn man die Produktion tatsächlich auf aktiv hat. Ich habe den Trigger jetzt ziemlich groß skaliert. Befüllung starten. Er hat jetzt den Träger befüllt oder wie? Ah ne, jetzt hat er auch den Anhänger befüllt. Also ich kriege Diesel raus. Das ist schon mal hervorragend. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch den Träger befüllt. Ich habe das nicht so richtig gesehen. Lass das nochmal kurz mit dem Kollegen hier. Da habe ich nämlich gerade eben gesehen. Ach Mist, I'm sorry. Da habe ich gerade eben gesehen, dass er auch ein bisschen Spritbedarf hat. Muss man nochmal sehen, dass man das. Ja. Also er tankt und funktioniert. Und hier hätte man jetzt noch die Möglichkeit, wenn es funktioniert, Sonnenblumen wieder auszulagern, Schweinefutter auszulagern, Raps auszulagern. Die wird natürlich mal Schweinefutter mitnehmen. Das ging wieder ziemlich schnell. Aber funktioniert auch. Ich habe jetzt nicht genau sehen können, ob es einigermaßen stimmig aus dem Überladerohr rauskommt oder nicht. Dafür spule ich jetzt nochmal eine Sekunde. Ansonsten ja, wird das jetzt hier durchproduziert. Man könnte natürlich auch wieder sagen, Diesel möchte ich gerne direkt verkaufen. Dann wird in der nächsten Ingame-Stunde Diesel verkauft. Und dafür, das ist nämlich jetzt das Ding, dafür bräuchte ich eine sogenannte, oder habe ich jetzt einfach mal so genannt, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, wie sinnig ist das Ganze laufen zu lassen. Wenn wir jetzt verkaufte Produkte haben, wir jetzt 4.500 für den Diesel eingenommen. Wichtig ist ja unterm Strich, dass die Produktionskosten gedeckt sind, dass man ein bisschen Gewinn macht, weil natürlich, wenn man sich so ein teures Gebäude kauft, möchte man auch auf Dauer einen Gewinn damit erzielen. Aber es soll ja auch nicht zu übertrieben sein, ne? Das ist eigentlich nur dazu. Deswegen, das Ganze werde ich nochmal in Ruhe dann gleich nach der Aufnahme durchgehen. Und wenn ihr den Mod jetzt heute seht, dann ist es einigermaßen abgestimmt. Ja, das passt. Sieht gut aus. Schweinefutter kommt raus. Auch das könnte ich natürlich, wenn ich gar nicht haben will, ich es nicht brauche, kann man es irgendwo anders einlagern, umlagern oder auch natürlich auf Direktverkaufen gehen. Und ja, interessant ist natürlich dann, wenn am Ende des Tages alles verarbeitet ist. Ich habe es jetzt auf 1500 pro Stunde. Ich denke, das reicht fürs Erste. Ich bin ja immer so dieser Freund davon, noch eine Stufe einzustellen, ähnlich wie beim Fermenter, dass es noch eine zweite, schnellere Produktionsstufe gibt. Die einfach das Doppelte oder das Dreifache gerne verarbeiten möchten, ohne jetzt noch eine zweite, dritte, vierte Produktion platzieren zu müssen, dass man da noch eine zweite Schiene einbaut, die dann halt ein bisschen mehr kostet, ne? Aber dann haben wir unsere Produktionskettenliste auch irgendwann
riesig, riesig groß. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Schreibt generell rein, liebe Leute, wie ihr die Produktion findet, ob ihr sie euch gönnen würdet bald, was auch immer. Und ja, was ihr sonst so für Vorstellungen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Nächster Platzierer Mod muss ich gucken. Ich will ja auch ein bisschen Marsch modden, logischerweise. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Und von daher, so. Viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, glaube ich. Von daher, viel Spaß schon mal mit dem Mod. Und gerne in die Kommentare, wenn alles läuft und irgendwas auffällt und so weiter und so fort. Und dann sage ich vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.